Das ist der Bananenblues. Der Himmel hängt voller Bananenblues. Bananen, das ist, was man haben muss. Denn ohne ist man ganz und gar aufgeschmissen, das ist affenklar. Das ist der Bananenblues. Das ist der Haferblues. Ja, das ist der Haferblues. Der Super-Doppel-Zentner-Hafer-Blues. Hafer, das ist, was man haben muss. Er macht das Traben, Traben schwer. Ohne ist man nur ein halbes Pferd. Das ist der Hafer-Blues. Das ist der Bananen-Blues. Das ist der Hafer-Blues. Das ist der Bananen-Hafer-Blues. Das ist der Hafer- und Bananen-Blues. Bananen braucht ein jeder Aff. Jedes Pferd ist ohne Hafer schlapp. Das ist der Hafer- und Bananen-Blues. Ach, ist das schön. Waschelde. Dass wir zwei Schwaben sind. Hast du schon mal nachher die Menschen gesehen? Nein. Da versäumt's auch nichts. Du riechst halt aber komisch. Ah ja, die haben auch gebadet. Zu mir hat einer gesagt, sie blöder ab. Bestimmt nicht. Das heißt du. Das hat nicht mehr gleich gedacht. Was? Hat er so Ohren juckt. Hey. Was ist? Komm, Schaffer. Was kochst denn? Hafer mit Banane. Nächstes Mal kochst du etwas Kürzes. Das ist der Bananenblut. Das ist der Bananenblues. Der Himmel hängt voller Bananenblues. Bananen, das ist, was man haben muss. Denn ohne ist man ganz und gar aufgeschmissen, das ist affenklar. Das ist der Bananenblues. Ein Klassiker, großartig. Und obwohl die zwei eigentlich gar nicht mehr regelmäßig im Fernsehen zu sehen sind, ist die Fangemeinde nach wie vor da. Und die können sich freuen über ein neues Buch, das heute erscheint. Hier ist es. Es heißt schlicht und ergreifend Äffle und Pferdle, mir könnet alles aus Schwäbisch. So sieht's aus, das Buch. Und darin werden die zwei wieder so richtig lebendig. 1, 3, 4. Und noch eins. Äffle ist heute nicht daheim. Vielen Dank. Aber doch ist das Äffle immer noch in Stuttgart auf dem Killesberg daheim. Dort geboren haben Äffle und Pferdle die schwäbische Heimat nie verlassen. Was ist groß? Ein Elefant. Und was ist größer? Sturgut. Hier mischen sie immer noch mit, werden von Roman Lang gezeichnet im Kreativbüro von Armin Lang Junior. Der staunt über die Äffle und Pferdle Fangemeinde. Also selbst 14-Jährige, die früher eigentlich nie Zielgruppe waren, als sie noch beim richtigen Fernsehen waren, beim SWR, sind jetzt auch, die finden das jetzt auch Kult und geil und was weiß ich, die sind noch cool, die zwei Figuren. Also sind nicht mehr die lieben, netten Figuren, sondern einfach coole Figuren mittlerweile geworden. Jetzt gibt's den zweiten Äffle- und Pferdle-Band. Gibt's eigentlich Aliens? Natürlich, es könnte ja nicht Elle Schwabe sein. Was macht Kalorie? Die lasset unsere Klamotten schrumpfen. Was ist denn ein Pessimist? Einer, der Elle schlecht macht, so gut's geht. Ein Haufen Arbeit, so ein Cartoon. Denn nach der Skizze kommt für Roman Lang die Umsetzung am PC. Also locker, das gehen nur die Skizzen. Also normalerweise dauert so eine Illustration, was ich da jetzt gerade gezeichnet habe, so einen Tag. Also das ist schon 8.
bis 10 Stunden. In der Zwischenzeit haben Äffle und Pferdle auch fast 40.000 Fans im Internet. Täglich kommen bis zu 300 neue dazu. Und manchmal bekommen die dann nicht nur ein Tagessprüchle, sondern einen 3D-Film vom Feinsten. Aber der jetzt drei Hörer und zwei Ohren hat, da geht er mir doch stark am Eber an Rinderer. Was machen wir jetzt? Nix. Einfach hängen lassen. Sich hängen lassen. Nix für die kreativen Äffle- und Pferdlemacher. Die sind nun gespannt, wie ihr neues Buch ankommt und denken sich wieder viele schöne neue Geschichten und Witze aus. Komm, wir spielen blinde Kuh. Du spinnst. Wo willst denn jetzt eine Kuh herkriegen? Hast du keine Angst, dass dir mal ausgangen? Oi, die haben Ausgehverbot. Ah, das finde ich nicht richtig. Was? Dass man über Goethes Faust so viel geschrieben hat und über unserem Schiller sei Hand kein Wort. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du so ein harter Brocker bist. Wann brennt denn eine Brennnessel? Haben sie anzündet. Guck, ein richtiger Soldat. Was ist denn ein Simpel? Wenn du in den Spiegel guckst, noch weiß. Hör, ich weiß, ich komm von draußen rein. Das geht sehr. Siehst? Mittelscheitel, bitte. Ui, 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 das ist meine Horde. Da hast du sie wieder. Jetzt fangst du zählen an. 11, 2, 3, 7, 27, 30. 64, 64, 60, 90, 100. Wie weit du? Es ist gleich so weit. Endlich schlaft er. 93, 98. Es tut bestimmt nicht weh. Die Nadel ist ganz stumpf. Wenn ich mit dem Affe verwischt werde, dann habe ich meinen Babadeckel los. Kannst du mich mitnehmen? Kenne schon, aber nicht will. Pferdeäpfel führen wir leider nicht. Ja. Neu. Doch. So. Was? Ich meine, jetzt haben wir wieder genug geschwätzt. Erst 20 Pfennig. Ja, die Schwaben. Was war denn das? Ein Grasdackel. Meine Lieblingsmelodie. Das freut mich, mein Junge. Oh, ja. Dankeschön. Bussi. Du. Was ist Hanno?
Ist hell. Nein, der Tonabnehmer muss wieder aufsetzen. Ja, mei, vielleicht fehlt ja ein bisschen Öl. Öl. Du kannst doch nicht eine Schallplatte ölen. Oh nein, das liegt todsicher an der Nadel. Pass auf, pass auf, lass nur mich machen. Ich mach neu. Du Dussel, bist doch viel zu groß. Lass mich da rein. Na, mach dein Dreckel, Louis. Der Aff, der hat halt immer recht. Ich sag dir, der war so dunkel. Ich kann nichts finden. So was. Was hast du? Keinen Ton hab ich gefunden. Keinen Ton hast du gefunden. Oh, oh, ja, ich glaub, da haben wir uns verkauft. Da legst mich doch gleich ab. Du bist ein ordinärer Mensch. Oh, Heiligsblechle, jetzt spielt er ja wieder. Ein Glück. Und ein Affe braucht der Mensch. Na Gott, alles. Ja, bist du denn Auto? Wann fahren wir denn in Urlaub? Was heißt da gefahren? Gerüttet wird. Sodele, das ist die Mitte vom Bildschirm. Wo fliegen wir noch? Gleich aus dem Bildschirm. Das haben wir jetzt umsonst vom Flohmarkt. Das ist der Anfang. Am Ende. Und das ist das Ende vom Ende. Säffle kommt nicht. Es hat gesagt, Eubachel langt auch. Vom Hecke auch noch. Ja, warum? Damit er nicht so allein da liegt. Ah, du hältst ja Zeitung verkehrt rum. Ah, das macht doch nichts. Ich kann sowieso nicht lesen. Das mach ich aber nicht mehr lang mit. Jetzt lach doch ein bisschen, Kerle. Hui, hast Luxemburg verwischt. Ja, wo fliegen wir denn da? Das ist doch
von rechts nach links. Oh, schön. Da war ich noch nicht. Pass auf, da kommt der Kurs. Das hätte ich auch früher sagen können. Schreibt man T mit zwei oder mit drei E? Na, wenn du einen starken T willst, dann kannst du mit drei E schreiben. Heute nein. Lauter große Buchstaben. Oh! Schnürsenkel, Schuhcreme. Ach du Simpel, ich lauf doch barfuß. Fahr doch nicht so schnell, wir kriegen sonst einen Strafzettel. Ui. Warum regnet's in der Wüste nicht? Weil da nichts wächst. Warum wächst da nichts? Weil's nicht regnet. Gell, Irren ist menschlich. Das kann doch uns egal sein. Warum hast du den in den Buttich gestellt? Hat man kann er im Sommer nicht davonlaufen. Mach doch Bremse auf, da geht's besser. Oh, unser Party ist schon stinklangweilig. Jetzt halt ein paar Leute eingeladen. Willst du vielleicht so rumlaufen? Ha ja, das trägt man jetzt. Oh, da hätte ich mich doch beinahe verletzt. Was ist groß? Ein Elefant. Und was ist größer? Sturgut. Was ist denn überhaupt das Größte? Linse mit Spätzle und Seidewürste. Warum essen wir Schwaben so gern Spätzle? Weil sie keine Gräte sind. Alter, nein. Ich hätte ihn halt doch gern, der Kerle. Wie schafft der's bloß, dass er nichts schafft? Hoch kommt man mit denen nicht, aber fast war ich runter. Auwei. Morgen früh ist die schön warm. Au, alle. Gott sei Dank, kein Kokosnuss. Du brauchst dringend neue Kerzen. Aber ich fahr doch bloß bei Tag. Ja, was willst du denn mit zwei Korkenzieher? Das ist schwäbischer Erfindergeist. So kann man zwei Flaschen auf einmal aufmachen. Kennst du den Vorname vom Teufel? Ich glaub, Pfui. Guten Tag. Jetzt wird der auch noch höflich. Das kann man auch bloß mit dem machen. Ui, Jägerle, lass bloß den Blödsinn. Ui, auf. Lang wir. Das hat immer gleich denkt. Basili? Dass du kommst. Oh. Noch geschafft. Das Benzin ist teuer. So, und wer von
vor dem Bildschirm einschläft, der soll das Gerät vorher abschalten. Hast du ein Geld in der Tasche? Kein Pfennig. Schade, sonst hätte der Rebbe es gekauft. Nur keine Angst. Meistens klappt's. An was denkst du? An nix. Das hab ich mir gedacht. Yeah.
Wieder unter Kleid. Ich kann trinken, was ich will. Ich werde mein Affe nicht los. Wann fahren wir denn in Urlaub? Was heißt da fahren? Gerüttet wird. Sodele, das ist die Mitte vom Bildschirm. Wo fliegen wir noch? Gleich aus dem Bildschirm. Das haben wir jetzt umsonst vom Flohmarkt. Warst du im Urlaub? Nein. Warum? Du bist so braun. Mir schafft halt nichts mehr. Vielen Dank. Immer die Schafferei. Das kannst du mit mir nicht machen. Das ist eine Rosskuh. Man hält auch die Hand vom Mund. Ja, wenn du eine hast. Sie ist ja schön, gell? Ja, ja. Und weil man die Wärme aussieht. Ja, was gibt denn das? Du wirst lachen. Ein Pullover für eine Gabberschlange. Da trinken wir halt heut nix. Haben Sie Ihren Maler bestellt? Ich neu. Es macht nix. Ich hab sowieso keine Farbe dabei. Wem klopfst denn da? Hey, guck raus. Da schlaft einer. Jetzt ist er aufgewacht. Ah, ist der Kaffee gut. Aber auch laut. Pass bloß auf, dass kein Wasser in den Fernseher reinläuft. Ist dieser Kuchz? Lass halt blutzen. Na weißt's. Hast du's gekriegt? Mach mal das Salzbüchsle da warm. Ja, warum denn das? Weil die Suppe schon eiskalt ist. Ja, was ist das Gegenteil vom Hass? Entschuldige,
denn die laufen da nicht davon. Mach mir bloß keinen Quatsch. Oh, das falsche Programm. Schade. Komm da rein, Schaffer. Nui, nui. Merkst du nicht, dass du mich umdrehen musst? Oh, ist der Kerl groß. Ich war doch erst gestern dran. Ich komme doch erst morgen dran. Sudeli, jetzt wird's schön Wetter. Was ist? Ich wollte bloß fragen, ob ich die wecken soll. Die haben einen Polizist gebissen. Spinnst du? Ha, der hat mit dem Kind und wollte mich einfangen. Nimm dir ein Beispiel an denen. Die sind immer sauber angezogen. Weg ist er. Entschuldige. Psst. Nicht aufwecken. Ich hab Wasser dabei. Hat nichts mehr dabei gleich. Verschwind, mich krieg. Was du bist. Wasser, Barsch. Blöde Kuh. So ein Frechheit. Was muss sein? Heute im Angebot. Was es alles gibt. Mein angelegenes Heim. Ich bin's kleine Neffle vom Äffle. So, Dolly, jetzt kannst du verreisen. Kann eine Taube in Auge kriegen? Ha ja, bloß sie hört's nicht. Kannst du geschwind anhalten? Ich muss mal. Oh je, jetzt verwechseln uns die Leute. Wie schwer ist er? Elefant? Ich weiß nicht. Ich hab noch keinen gelupft. Jetzt guck, der wartet, bis er rot wird. Kann man auf dem Krokodil auch reiten? Na ja, wenn du einen Gaul draufstellst. Jetzt brauchst du bloß noch Bella. Dann muss ich Hundesteuer zahlen. Schade. Oh. Und ich hab extra als Brot mitgebracht. Oh, keine Angst. Es ist bloß ein Späßle. Die laufen mir dauernd. Guck, Schnecker, in Alkohol zeigt mir. Ja, ja, sei erste Fahrstunde. Hast du den verloren? Ja, da! Macht's Kochen Spaß. Wir solltet auch Äpfelrad tun. Was heißt da mir? Hast du vielleicht schon mal einen Gaul auf meinem Äpfelbaum gesehen? Kommt nichts im Fernseher? Doch. Warum schaltest du noch nicht ein? Weil gerade mir zwei Simpel dran kommen. Wer hat den besseren Wein? Baden oder die Württemberger? Man darf keinen vergraulen. Darum werde ich sagen, Japaner noch nicht. Magst du auch Käse? Bloß, wenn ich ihn erzählen kann. Komm, schnell, wir sind zum Essen eingeladen.
Wir zwei? Ja, ja. Noch keines Queenie-Schwabe sei. Jetzt sollte man einen Butler haben. Zu was? Ha, dann müsstest du jetzt nicht aufstehen zum Nachschenken. Wir sollten auch mal wieder die Fenster putzen. Was heißt da mir? Du glotzt doch dauernd aus. Wandern, ach wandern. Das steht dir so besser. Nix da. Schafft wird. Mumpf, Mumpf. Dein Kaffee schmeckt ja nach gar nichts. Ich habe aber einen Haufen Bohnen rein. Ja, hast du ja auch mal. Nui, warum? Hey, dann nein. Echte Rösshaare. So, jetzt langs. Nui, nur nicht ganz. Hallo? Hallo? Ahoi! Oh, mein Souper! Du Bee! Kick, jetzt hat es ihn wieder, der Kerle. Ich bring's nicht übers Herz. Man muss auch mal wieder unter die Viecher. Die haben auch nicht viel Platz zum Schwimmen, Kid. Guck, Rindviecher triffst du auch überall. Also, wenn der Mensch vom Affe abstammt, da bin ich froh, dass ich geil bin. Also, ade, ich verreis wieder. Du spinnst wohl, du bist doch gerade erst vollkommen. Ein gebildeter Gaul muss seinen Horizont erweitern. Zuerst muss ein Hand einen Horizont. Upsala. Nur langsam mit der Braut. Ein Gaul ist ja kein Gehzug. Ich entfliehende Bee von Stuttgart, Ulm und Biberach. Pferde hat Hornisler unterm Schwanz und Fürz im Kopf. Der will unserem Bee entfliehen. Wahnsinn!